vom Ende seines Lebens, vom Ende der irdischen Existenz des Anton Pawlowitsch Tschechow im Jahre 1903 in einem kleinen Hotel in Badenweiler gibt es gleich mehrere Versionen. Und schon das wird diesem bewegenden Theaterdichter über die Maßen gut gefallen. Denn er selbst war ja kein Mann der eindeutigen Schlüsse. Seine Lebensgefährtin, seine Frau, die berühmte Schauspielerin Olga Knipper, erzählt eine geringfügig andere Geschichte als der hinzugezogene Kurarzt. Der Hoteldiener, der nach dem Arzt geschickt wurde, kann sich auch an andere Abläufe erinnern. Und alle Nacherzähler erfanden noch einen kleinen, erfundenen Schnörkel hinzu, spielten mit den Varianten, schrieben das Drama auf ihre Weise. Fest steht nur, dass Tschechow am Ende seines Lebens um Champagner bat. Nun war Olga Knipper, wie gesagt, eine bedeutende Schauspielerin, die wusste, wie eine Szene ausgehen muss. Gerade eine tragische Szene, in welcher der Sterbende noch einmal nach Champagner gerufen hat. Der Kurarzt, mitverantwortlich für die üblen Therapien, mit denen Männer seines Standes damals Patienten wie Tschechow quälten, die unheilbar an Tuberkulose litten. Der Kurarzt bemühte sich um ein würdigeres Bild, aber den Champagner stellte er nicht in Abrede. Dem Hoteldiener, vermutlich der Lieblingsfigur, wäre es ein Stück von Tschechow, nahm die Lokalpresse die Wörter aus dem Mund. Der Hoteldiener, das duldet keinen Zweifel, durfte nicht mittrinken. Behalten wir aber einfach fest, um 2 Uhr nachts an jenem 2. Juli 1904 starb Anton Tschechow in einem deutschen Kurort, den er schon deshalb nicht mochte, weil ihm hier so viele hässliche Frauen unangenehm ins Auge stachen. Halten wir weiter fest, an seinem Totenbett stand eine Frau, die vieles verkörperte, was Tschechow wertvoll war, das Theater, witzige Briefe, weibliche Schönheit, neben manchem anderen. Und es stand auch ein Mann da, der einen anderen Teil dieses gerade 44-jährigen Schriftstellers verkörperte, den Arzt, der Tschechow eben auch gewesen ist. Ganz besonders der Arzt, der nicht wirklich helfen kann. Und das hierzu passende Zitat fiel einige Jahre früher. Da sprach Tschechow von der Medizin als seiner Ehefrau und dem Theater als seiner Geliebten. Später ließ er den Arzt weg, da wurde die Prosa zu seiner Gemahlin. Aber das Theater blieb die Geliebte. Es war eine Geliebte, die in den verschiedensten Erscheinungen auftrat. Da gibt es einmal die populären, die witzigen Einakter wie Der Bär, Der Heiratsantrag oder über die Schädlichkeit des Tabaks, die in den späten 80er Jahren des 19. Jahrhunderts entstanden. Und dann die großen Stücke in 4 Akten. Tschechow nannte sie fast alle Komödien, also Iwanow, die Möwe, Onkel Wanja, 3 Schwestern und natürlich der Kirschgarten und jenes erst im Nachlass gefundene Werk, das den Titel Der unnütze Mensch Platonow erhielt und vermutlich zu Anfang der 80er Jahre entstand. Tschechow schrieb die meisten dieser seriösen Komödien auf seinem Landgut Melchow, etwa 70 Kilometer südlich von Moskau. Hierhin war er 1892 gezogen, um, wie er sagte, Natur und Gesellschaft um sich zu haben. Das Anwesen war ziemlich groß, jedenfalls für einen Schriftsteller, aber es befand sich auch in einem völlig heruntergekommenen Zustand. Das heißt, wir sehen den Dramatiker, wenn er denn bei Gesundheit ist, genauso häufig am Schreibtisch wie bei der Sicherung des Daches oder der eines Gartenzauns und in der Ambulanz. Die Bauern der 25 Dörfer seiner Region kurierend. Kostenlos, versteht sich. Und beileibe nicht so folgen- und sinnlos, wie er selbst immer wieder die ärztliche Tätigkeit verspottet hatte. In der Zeit, in der Tschechow in Melichowo wirkte, war dort die Cholera im Schach gehalten. Und das war für Russland eine leuchtende Ausnahme. Auch in dem Stück Die Möwe, 1895 fertiggestellt, 1896 uraufgeführt, tritt ein Arzt auf, Evgeni Sergejewitsch Dorn, ein abgeklärter, mal schüchterner, mal versonnen, bisweilen vor sich hinsingender Herr. Als Arzt etwas ungewöhnlich, jedenfalls wenn er empfiehlt, vor dem Frühstück 2 Glas Wodka zu trinken. Liebeskummer behandelt er genauso wie Asthmaanfälle, er verabreicht Baldrian-Tropfen. Hat sich da der Dramatiker Tschechow über den Arzt Tschechow lustig gemacht?
Vielleicht. Jedenfalls ein wenig. Tschechow liebte das Zitat im Zitat. Heute würde man sagen, den In-Joke, die kleine versteckte Anspielung. Aber wenn wir diese Anspielungen ernst nehmen, wird schnell klar, dass es eine andere Figur ist, in der Tschechow in diesem Stück, in der Möwe, Mukant auf sich selbst verweist. Das ist nämlich der berühmte Schriftsteller Boris Alexejewitsch Trigorin. Diesen Trigorin, Sie erinnern sich, meine Damen und Herren, lernen wir auf dem Gut eines Mannes kennen, dessen Schwester, eine berühmte Schauspielerin namens Irina, die Geliebte des Dichters ist. Irina hat einen Sohn, Treplev, einen jungen Mann, der ist auch Schriftsteller und Dramatiker, doch erfolglos. Zu Beginn des Stückes wird auf einer improvisierten Bühne ein Text von ihm aufgeführt, das besorgt die Tochter eines benachbarten Gutsherrn, die junge, begehrenswerte Nina. Sie ist ein wenig, doch nicht ausreichend, in Treplev verliebt. Umgekehrt ist Nina die Liebe seines Lebens. Ninas große Zuneigung und Verehrung gehört jedoch jenem großen, jenem berühmten Trigorin. Frauen, lässt Tschechow uns an einer Stelle des Stücks mitteilen, Frauen lieben an Männern deren Erfolg. Das kleine Stück, das im Garten des Gutshofs aufgeführt wird, kann nicht zu einem Erfolg werden. Das verhindert die Mutter des Autors, also Irina, durch ihr boshaftes Dazwischenplappern. Irina ist eine Person, die nur wenigen Erfolg gönnt. Mitglieder der Familie und lebende Schauspieler gehören nicht dazu. Sie alle kennen den weiteren Verlauf des Stückes, meine Damen und Herren. Die schöne Nina verlässt ihr Elternhaus, um Schauspielerin zu werden, um damit in der Nähe des berühmten Trigorin bleiben zu können. Doch den gibt seine Lebensgefährtin, gibt Irina nicht frei. Der junge Treplev hat Erfolg mit seiner Literatur. 2 Jahre später kommt es zu einem Wiedersehen mit Nina. Doch die liebt immer noch und immer noch unglücklich Trigorin. Sie verlässt den jungen Dichter, es fällt ein Schuss, Treplev hat sich das Leben genommen, Vorhang. Die Möwe wurde 1896 in St. Petersburg uraufgeführt. Es wäre übertrieben, von einem Erfolg zu sprechen. Ganz im Gegenteil, das Wort Desaster beschreibt den Ausgang nahezu angemessen. Nein, Tschechow floh nicht vor Ende der Vorstellung aus dem Theater, wie bald kolportiert wurde. Er verbrachte 2 Akte in der Garderobe der Schauspielerin, die die Irina gab. Und er ärgerte sich über den eitlen Betrieb, der sich hinter den Kulissen des Theaters abspielte. All diese Galane, die ihre Aufwartung machten, die Blumensträuße, der Konfekt, die artigen Komplimente. All das war nun exakt nicht das Theater, für das er schrieb. Und vermutlich war auch die Inszenierung damals im Alexandertheater in St. Petersburg von eben jener verpudert pralinenhaften Künstlichkeit, die selbst ein Stück von Tschechow ruinieren kann. Erst als der große Regisseur Konstantin Stanislavski das Stück 2 Jahre später in Moskau inszenierte, erlebte es jenen Triumph, der bis in unsere Tage anhält. Es sind von vielen Kritikern, Literaturwissenschaftlern, Theaterautoren die vielfältigsten Gründe für diesen Erfolg genannt worden und nicht nur für den Erfolg der Möwe. Man kann ja Ähnliches auch über Onkel Vanya, den Kirschgarten oder die 3 Schwestern sagen. Eine Begründung, ein Lob, das sich dabei immer wieder findet, zielt auf eine ganz besondere Eigenart nicht nur der Stücke, sondern genauso auch der Erzählungen von Tschechow. Und das ist die Kunst der Andeutung. Tschechow lässt es nie dröhnen. Meine Damen und Herren, er spielt nie ein großes Orchester, eher schon Kammermusik. Ich erlaube mir diesen musikalischen Vergleich, weil Tschechow über die Möwe selbst einmal geschrieben hat, das Stück möge im Forte beginnen, müsse aber unbedingt im Pianissimo enden. Tschechow ist der Meister der schwermütigen Nuancen. Ein Schriftsteller, der Interpretationen nahelegt, doch nie ausspricht. Vermutlich, weil er in ganz altmodischer Höflichkeit seinem Publikum Respekt erweisen will. Das Publikum, der Leser, die Theaterbesuche, so scheint unser Autor zu sagen, sind ja wohl selber imstande, sich einen Reim auf die Szene zu machen, die ihnen vorgeführt wurde. Eine Figur zu ihrem möglichen Ende auch zurechtzudenken.
Das gilt einmal für die dramatischen Abläufe, die sich eher unterbrochen, spiralförmig präsentieren. Das gilt aber genauso auch für die Sprache der handelnden Personen. Nie sind sie näher bei sich als dann, wenn sie ihre Sätze nicht zu Ende sprechen, wenn sie gleichsam nach einem logischen Satzende oder Satzausgang tasten oder eben straucheln. In solchen Momenten fallen Realismus und literarische Überhöhung zusammen. Wir alle, meine Damen und Herren, gerade wenn wir sozusagen ungeschützt reden, sind Beispiele für sprachliche Imperfektion, fürs Schludern. Bei Tschechow wird aber dieses vermeintliche Schludern im Umgang mit der Sprache nicht zu einem geräuspert gespuckten Realismus. Es ist vielmehr das Schaffen eines Freiraums, einer Möglichkeit. Es ist, pompös gesagt, eine nicht völlige Festlegung der Figur. Früher hätte man gesagt, man lässt sie gewähren. Und noch schnell ein Wort zu der für manchen von uns vielleicht befremdlich klingenden Bezeichnung Komödie, die fast alle der großen Theaterstücke Tschechows tragen und die oft zu Missverständnissen geführt hat. Komödie, denkt mancher Betrachter, das hat in erster Linie damit zu tun, dass es etwas zu lachen gibt. Und sie denken dabei nicht daran, dass Dante eine Divina Commedia, eine göttliche Komödie, dass Balzac eine Comédie humaine geschrieben hat. Beide Werke transportieren den Begriff der Komödie, dessen Bedeutung Tschechow sehr wohl kannte, in einen Denkraum, in dem es um die letzten Fragen genauso geht wie um das Einfältige. Wir können darüber lachen, ob das Ausbleiben der Grasmücken tatsächlich das Ende der Welt ankündigt, wie es eine Figur bei Tschechow vermutet, aber dann lachen wir nur, um uns Mut zu machen. Und wir haben alle ein Gefühl dafür, dass die großen Momente der Menschheit stets Gefahr laufen, ins Lächerliche umzukippen. Anton Pawlowitsch Tschechow, das hoffe ich klar gemacht zu haben, meine Damen und Herren, war kein Autor für klare ideologische Aussagen. Dafür hat er selber zu gerne gelacht oder gelächelt. Aber das dürfen wir auch nicht vergessen. Er schrieb in einer Zeit der heftigen ideologischen Erregung. In Russland tobten wilde intellektuelle Auseinandersetzungen zwischen Reformern, Westlern, zwischen sogenannten Russophilen, Kommunisten, Anarchisten, Tolstoyaner und was es noch an kulturellen, politischen oder ästhetischen Spezereien gab. Alle wollten naturgemäß auch einen Zipfel vom Rock des Anton Pawlowitsch Tschechow. Doch allen hat er sich entzogen. So macht man sich auch Feinde, selbstverständlich auch unter Kollegen. Der sehr viel deutlicher sozialkritisch engagierte Maxim Gorki etwa wollte Tschechow sein scheinbares Abseitsstehen nicht durchgehen lassen. In der Maxim Gorki soll auch häufig und nicht ganz ohne moralischen Dünkel gesagt haben, er, also Tschechow, habe ihn immer wieder gemahnt, verpfusche nicht das Finale deines Lebens. Damit sind wir wieder bei unserer Eingangsszene, dem Tod, dem Finale des Dichters in Badenweiler. Er war damals ein schon weltberühmter Schriftsteller, doch das wog wenig bei einer Hotelleitung, die erfahren hatte, dass ihr Gast an Tuberkulose litt. Das Ehepaar Tschechow wurde diskret, aber nachdrücklich darum gebeten, die Herberge zu verlassen. Auch mit dem Champagner hatte sich in Wirklichkeit wohl anders zugetragen. Der Arzt empfahl eine Sauerstoffflasche. Die Leiche wurde schließlich in einem Wäschekorb aus dem Hotel entfernt. Champagner hat Tschechow aber vorher noch getrunken. Wenigstens ein Sieg im Finale. Denken Sie daran, wenn Ihnen demnächst ein Kelch mit Champagner begegnet. Die Unsterblichkeit hat viele Gesichter.